Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung in dieser Woche zum Kurs Webtechnologien. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Sitzung. Wenn Sie irgendwie im Verlauf der Vorlesung Fragen haben, irgendwelches Feedback loswerden wollen, dann schreiben Sie einfach in den Chat rein, entweder in den Twitch-Chat oder in den Rocket-Chat. Und für die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen, die im Rocket-Chat aktiv sind, ich habe in unserem Kanal eine kleine Thread erstellt, der heißt Livestream zum am 10. Juni. Und ich würde Sie bitten, einfach alles, was Sie irgendwie jetzt zu dieser Sitzung so zu sagen haben, direkt da reinzuschreiben. Bleibt unser Kanal ein bisschen ordentlicher. Und Sie können auch gleich damit anfangen, indem Sie vielleicht einfach kurz in dem Rocket Chat unter Thread Hallo sagen. Gerne, wenn Sie wollen, auch in den Twitch Chat. Dann weiß ich, dass wenigstens ein paar Leute da sind. Und dann fangen wir auch gleich mit der Vorlesung an. Paar Leute sind da. Wir können loslegen. Was haben wir heute vor? Wir schauen uns heute mal ein bisschen praktischer das an, was wir in der letzten Woche in der Theorie mit den ersten Grundlagen in JavaScript gelernt haben. Wir werden heute eine kleine Bildergalerie gemeinsam entwickeln und der Schwerpunkt von dieser Sitzung ist jetzt auch vielleicht weniger auf vielen neuen Sachen, sondern eher um nochmal so ein zusammenhängendes großes Praxisbeispiel zu sehen, in Anführungsstrichen groß. Für die Sachen, die Sie sich jetzt in der letzten Woche in Vorlesungen und Übungen angeeignet haben. Wir werden heute auch noch nicht ganz so viel Wert auf vielleicht Strukturierung und Qualität von unserem Code legen. Es geht jetzt erstmal so ein bisschen darum, dass sich JavaScript an sich verfestigt und dann machen wir in der nächsten Woche mit so ein paar fortgeschrittenen Methoden tatsächlich weiter. Heute erstmal Praxisentwicklung von einem kleinen JavaScript, von einer kleinen JavaScript-Anwendung oder einer Webseite mit JavaScript-Funktionalität. Ich fange vielleicht auch trotzdem dann noch mal ganz kurz mit ein paar Folien an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, was ich eigentlich gar nicht als Vorlesung mit Ihnen durchgehen möchte, sondern was ich Ihnen nur kurz zeigen möchte, damit Sie das sich dann vielleicht im Nachhinein noch mal anschauen können. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, was wir als Demo heute eigentlich implementieren werden. Und das können wir auch in Ruhe durchgehen. Aber ich habe vorher noch was gemacht. Und zwar habe ich Ihnen auf diesen Folien so ein paar HTML-JavaScript-Rezepte aufgelistet. Also so ein paar Sachen, die Sie vielleicht in der letzten Woche selber schon verwendet haben, die Sie jetzt auch in Zukunft immer häufiger verwenden, die wir auch hier jetzt in dieser Sitzung ab und zu mal benutzen sollen. Das sind einfach immer so ganz typische Aufgabenstellungen oder Probleme und dann die entsprechende Lösung dazu. Sie finden diese Liste, und wir gehen vielleicht gleich mal kurz durch, was da alles drin ist, im Grips-Kurs als PDF und können sich das dann irgendwie zur Hand legen oder ja, nicht auswendig lernen, aber immer nachschlagen, wenn Sie vielleicht irgendwie was Genaues wissen müssen. Also wie funktioniert nochmal irgendwie dieses Selektieren von einem HTML-Element aus dem über JavaScript? Es funktioniert zum Beispiel mit der Query-Selector-Methode und wir kriegen dann dieses JavaScript-Element zurück, das wir verwenden können, diese Repräsentation von einem DOM-Element. Denken Sie dran, das kann man auf dem Document-Objekt starten, die Methode. Dann wird der gesamte Raum des DOMs betrachtet. Sie können es auch auf einem vorher selektierten HTML-Element aufrufen, diese Query-Selector-Methode, und reduzieren dann den Raum, in dem nach Elementen gesucht wird. Wenn Sie mehr als ein Element selektieren möchten, dann gibt es diese Query-Selector-All-Methode, die funktioniert an sich genauso, nur dass Sie nicht das erste Element zurückbekommen, was auf den Selektor anspricht, sondern alle. Und so habe ich das dann ein bisschen weitergemacht. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, wie Sie Inhalte von HTML-Elementen zum Beispiel über diese Inner-HTML-Eigenschaft ändern können. Ich habe Ihnen aufgeschrieben, wie Sie an die Werte von bestimmten Attributen kommen und wie Sie die dann auch setzen können im Anschluss über die Get- bzw. Set-Attribute-Methode. Sie sehen da drin, wie Sie Elemente entfernen aus dem DOM, wie Sie Elemente zwischenspeichern, die Sie vielleicht entfernt haben. Falls Sie die im Anschluss wieder in den DOM hinzufügen möchten. Sie können CSS-Eigenschaften von Elementen verändern über diese JavaScript-API
im besten Fall, so wie hier, über CSS-Klassen und nicht über das direkte Editieren von irgendwelchen Eigenschaften. Und Sie können natürlich auch neue Elemente erstellen, die im HTML-Code noch gar nicht drin waren und die dann zur Laufzeit in den DOM und damit in das User-Interface integrieren. Wir können auch, was wir relativ häufig brauchen, vielleicht über Elementlisten iterieren. Wenn wir mit der Query-Selector-All-Methode eine Gruppe von Elementen selektiert haben, dann können wir mit ganz normalen Vorschleife oder in manchen Fällen auch über so eine For-Each bzw. For-Off-Schleife in diesem Fall über diese Listen iterieren. Also alles, was in irgendeiner Art und Weise nach einem Array oder einer Liste ausschaut, können Sie mit der ganz normalen For-Schleife in JavaScript iterieren und eine bestimmte Menge an Objekten, gerade das, was vielleicht auch so von der DOM-API zurückkommt, kann man dann über auch so eine Abkürzung For-Off einzelelementmäßig betrachten. Ganz wichtig ist auch, dass Sie immer noch nicht auswendig, aber zumindest ungefähr wissen, wo Sie nachschauen sollen, wenn Sie Event-Listener registrieren möchten. Das haben wir so am Ende von der letzten Sitzung uns angeschaut, dieses Prinzip der eventbasierten Programmierung. Wir selektieren ein HTML-Element im JavaScript. Wir registrieren eine bestimmte Methode als Callback für ein bestimmtes Event, das wir über so einen Typen spezifizieren. Und wenn dann dieser Event, zum Beispiel ein Mausklick oder das Hovern über dem Element zur Laufzeit auftritt, dann wird diese Funktion aufgerufen. Also dieses eventbasierte Prinzip ist Ihnen hoffentlich irgendwie bekannt. Sie haben jetzt letzte Woche gesehen, wie man das in JavaScript umsetzt, relativ einfach mit eben dem Vorteil, dass wir Funktionen direkt als Parameter übergeben können. Und das wäre irgendwie so das Rezept dafür, auf einem bestimmten Element, auf bestimmte Events zu lauschen. Nochmal der Hinweis, lesen Sie sich das in Ruhe nochmal durch, legen Sie es sich irgendwie zur Hand oder schauen Sie in die Dokumentation, die wir auch immer in dem GRIPS-Kurs verlinken. Das war jetzt nur nochmal, wenn Sie jetzt mitmachen wollen, zum Beispiel bei der Implementierung, so ein bisschen Grundlage, dass Sie einfach einen Ort haben, wo Sie vielleicht mal schnell nachschauen können, wie funktioniert das nochmal mit diesen Events oder wie funktioniert das nochmal mit dem Selektieren von vielleicht einzelnen Elementen. Was wir jetzt heute aber eigentlich machen möchten, ist das Implementieren von so einer kleinen Bildergalerie. Und ich zeige Ihnen mal kurz, wie die ausschauen soll. Dazu wechsle ich ganz kurz die Ansicht und zeige Ihnen danach wieder meinen Desktop. Den sollten Sie jetzt wieder sehen. Ich habe hier so eine wunderschöne HTML Library oder habe, Entschuldigung, HTML-Galerie vorbereitet. Sie sehen hier Bilder von irgendwelchen Tieren und irgendwelche Namen. Ich habe auch ein entsprechendes CSS vorbereitet und was wir jetzt heute gemeinsam implementieren werden, ist die JavaScript-Komponente, die dafür sorgt, dass ich dieses hier machen kann. Ich kann nämlich ein Element anklicken und dann erscheint dieses Element in so einer vergrößerten Darstellung. Ich kann das auch wieder schließen, ich kann mir ein anderes Bild anschauen und ich kann durch Klicks auf die Bilder durch diese Galerie durchwechseln. Einmal, wenn ich hier irgendwo hinklicke, nach links und wenn ich in die andere Richtung klicke, nach rechts. Das ist die Funktionalität, die sich hinter dieser Bildergalerie verbirgt. Also nochmal, erstmal HTML und CSS, um diesen Zustand hier darzustellen. Das habe ich für Sie schon vorbereitet. Und dann, was wir jetzt heute machen werden, JavaScript, um dafür zu sorgen, dass diese Bilder auf diese Art und Weise dargestellt werden, dass ich das wieder schließen kann, um zu der ursprünglichen Galerie zurückzukehren und dass ich hin und her schalten kann, um durch diese Bildergalerie durchzuscrollen. Der Grund, warum wir das jetzt mit JavaScript machen, ist der, den ich auch ganz am Anfang von der letzten Woche schon so als Motivation verwendet habe. Wir können damit so interaktive Elemente realisieren, ohne dass wir jetzt irgendwie die Webseite oder sowas neu laden müssen. Wir müssen nicht irgendwie eine Anfrage an den Server stellen, um ein bestimmtes Bild groß darzustellen, solange die Informationen hier schon lokal sind.
können wir das dann einfach über JavaScript durch die Manipulation von dem DOM realisieren. Was wir machen ist, wir nehmen das Bild, blenden das in einem anderen Element ein, das Element wird sichtbar gemacht, die Galerie kriegt so einen kleinen CSS-Effekt und dann wird dadurch diese Lightbox oder wie Sie auch immer Sie das nennen möchten, realisiert. Da wollen wir heute hin. Und damit Sie so ein bisschen besseres Verständnis dafür gewinnen, wie das Ganze funktioniert, habe ich noch so ein paar Informationen mitgebracht, die wir jetzt noch kurz gemeinsam durchgehen, bevor wir dann anfangen, das tatsächlich umzusetzen. Erstmal ganz kurz was zu dem HTML-Code, den ich vorbereitet habe. Irgendwo in unserer HTML-Datei befindet sich dieses Element hier. Mit der Klasse Gallery und in diesem Element sind die einzelnen Bildelemente, die Sie gerade gesehen haben. Also jedes dieser Tiere, jedes dieser Eintrag ist ein eigenes Div-Element in dieser Galerie. Das heißt Image Container bzw. hat die CSS-Klasse Image Container. Es hat ein Attribut, das heißt Data ID. Das ist einfach ein sequenziell inkrementeller Wert, also es fängt bei 1 an, das nächste Bild hat hier den Wert 2, das nächste Bild den Wert 3 und so weiter. Und für jedes Bild ist ein Titel definiert, das Bild selber ist in diesem Image-Container drin und ich habe ein HTML-Element, in dem ich die Beschreibung zu diesem Bild finde. Also großes, umschließendes HTML-Element mit der gesamten Galerie. In dieser Galerie mehrere Einträge, für jedes Bild ein Eintrag und in dieser Galerie oder in jedem Eintrag das Bild selber, der Titel und eine Beschreibung, die am Anfang noch ausgeblendet ist. Das ist so die grobe HTML-Struktur von dieser Bildergalerie. Und was Sie sonst noch in dieser HTML-Datei finden, ist dieses Element hier. Das ist das HTML-Element, wo später das Bild, was in groß dargestellt wird, eingeblendet werden soll. Das ist ein Div-Element mit der Klasse Lightbox und das hat so eine zusätzliche CSS-Klasse, die heißt Hidden. Und über diese CSS-Klasse habe ich in der verlinkten CSS-Datei dafür gesorgt, dass das Element am Anfang nicht sichtbar ist. Also hinter dieser CSS-Klasse Hidden steht eine CSS-Regel und in dieser CSS-Regel steht ganz einfach Display:None, was einfach nur dafür sorgt, dass dieses Element aktuell nicht angezeigt wird. Wenn wir dann diese Lightbox, also dieses einzelne hervorgehobene Element einblenden möchten, dann entfernen wir diese CSS-Klasse und dann wird es im Browser sichtbar. Wir haben in dieser Lightbox Platzhalter für das Bild und die Beschreibung. Wenn wir gleich mit JavaScript arbeiten, müssen wir, um diese Elemente anzuzeigen, nichts anderes machen, als hier den Pfad zu dem Bild einzutragen und hier als Inhalt von diesem Description-Element den Text, den wir aus dem HTML, aus dem jeweiligen Galerie-Eintrag extrahieren können, eintragen. Damit das dann, oder dafür, dass das dann schön ausschaut, oder zumindest so wie in dem Beispiel gerade, darum kümmert sich dann die CSS-Datei, die vorbereitet ist. Wir haben auch noch so einen Button in dieser Lightbox und der soll dazu dienen, dass man dann diese vergrößerte Darstellung schließen kann und wieder zu der ursprünglichen Galerieansicht zurückkehrt. Das ist die HTML-Struktur von unserer Anwendung. Wenn wir jetzt gleich entwickeln werden, werde ich auch ab und zu nochmal darauf eingehen, aber das ist so die grobe Struktur. Ganz kurz eine Frage, wenn man Klassennamen Leerzeichen benutzen. In einem Klassennamen können Sie gar keine Leerzeichen benutzen. Also das hier in diesem Attribut ist eine Trennung zwischen zwei CSS-Klassen. Also dieses Element hat die CSS-Klasse Lightbox und die CSS-Klasse Hidden. Auch wenn Sie in der CSS-Datei ein Leerzeichen machen, dann, also in dem Selektor, dann sprechen Sie zwei unterschiedliche CSS-Klassen an. Beziehungsweise dann entsprechend irgendwie einen Vererbungsselektor, den Sie dann bauen. Also Leerzeichen am besten einfach gar nicht verwenden in den Klassennamen. Sie können Bindestriche verwenden, das funktioniert. Also wenn Sie irgendwie einen CSS-Namen vergeben möchten, der irgendwie aus einer Mehrwortgruppe besteht, aus einem entsprechenden Term, dann verwenden Sie Bindestriche.
Nochmal hier ganz kurz zum Verständnis, das sind zwei verschiedene CSS-Klassen. Das Element hat zwei verschiedene CSS-Klassen. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil wir dann gleich nur dieses Hidden rausnehmen und hinter dem Lightbox versteckt sich dann der ganze Rest, der dafür sorgt, dass das Element so ausschaut, wie es ausschauen soll. Okay, dann machen wir mal weiter. Das so zu der HTML-Struktur. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte ganz kurz mit Ihnen besprechen, bevor wir das Ganze in Code gießen, was wir eigentlich machen sollen. Das ist jetzt vielleicht schon mal so ein kleiner Vorausblick so auf die nächste Hälfte des Semesters. Wir wollen ja, dass Sie jetzt nicht nur HTML und CSS ein bisschen lernen, sondern Sie sollen ja auch tatsächlich JavaScript lernen und ein bisschen programmieren lernen oder besser programmieren lernen, damit Sie dann auch schöne oder solide Webanwendungen implementieren können. Und dazu gehört es, dass Sie sich von Anfang an auch bei so ganz einfachen Beispielen angewöhnen, dass Sie in Ruhe analysieren, was eigentlich Ihre Aufgabe ist, bevor Sie anfangen zu coden. Und auch bei so einer ganz, ganz einfachen Aufgabe wie das, was wir jetzt hier umsetzen, macht es Sinn, vielleicht ein bisschen drüber nachzudenken, was da eigentlich auf uns zukommt, was wir eigentlich tun müssen. Und vielleicht auch sich schon mal zu überlegen, was es vielleicht für Teilaufgaben, für vielleicht große und kleine Aufgaben gibt, die man so umsetzen kann, weil sich dadurch dann auch vielleicht schon einiges an Informationen für die Strukturierung von unserem Quellcode tatsächlich ergibt. Und eine Sache, die man machen kann, ist, man kann sich vielleicht erstmal ganz kurz noch vergewissern, was man eigentlich für eine Anwendung den Nutzern und den Nutzerinnen anbieten möchte. Und eine Möglichkeit dafür ist es, sich einfach mal kurz aufzuschreiben, was unsere Nutzer denn tatsächlich machen möchten. Und man kann das auf verschiedene Formen oder in verschiedenen Arten machen. Was ganz nett ist, sind die sogenannten User Stories. Da beschreiben sie einfach aus einer ganz auch sprachlich explizit so gewählten Perspektive, was die Nutzer und Nutzerinnen ihrer Anwendung denn eigentlich machen wollen. Wie wollen die mit ihrer Anwendung interagieren und warum wollen die das machen? Und in unserem Fall könnte man zum Beispiel sagen, als Nutzer, als Nutzerin möchte ich ein einzelnes Bild der Galerie auswählen können, um dieses vergrößert und mit Detailinformationen anzuzeigen. Das ist für uns dann gleich das Zeichen, wenn wir mit dem Coden anfangen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass dieses Bild groß dargestellt wird und wir müssen dafür sorgen, dass man dann in dem Moment auch die richtigen Detailinformationen angezeigt bekommt, die passenden Details zu dem Bild. Als Benutzer, Benutzerin möchte ich die geöffnete Detailansicht schließen können, um zur eigentlichen Galerie- und Bilderauswahl zurückzukehren. Das ist für uns der Hinweis, wenn wir diese vergrößerte Darstellung eingeblendet haben, hört für uns die Aufgabe oder die Arbeit nicht auf. Wir müssen auch wieder eine Möglichkeit bereitstellen, dass wir dann wieder zu der Ausgangslage, zu der Galerie selber zurückkommen. Als Benutzer möchte ich mich auch innerhalb der Detailansicht durch die Bildergalerie bewegen können und das nächste bzw. vorherige Bild öffnen können. Das heißt für uns, wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir es irgendwie, wenn diese Detailansicht mit dem großen Bild auf ist, dass wir da irgendwie so eine Art Navigation realisieren, in der man vor und zurück sich durch die Galerie bewegen kann. Ich habe schon gesagt, man nennt das diese Form, diese sprachliche Form User Stories. Und die Idee ist auch, wie schon gesagt, die Geschichte oder eine kleine Mini-Geschichte innerhalb ihrer Anwendung zu erzählen, sodass relativ klar oder das klar deutlich wird, welchen Teilbereich wollen die Nutzer und Nutzerinnen auf was für eine Art verwenden, um welches Ziel zu erreichen. Und wenn Sie diese Sachen notieren, dann haben Sie in der Regel schon eine ganze Menge an Informationen, die Sie brauchen, um dann in dem nächsten Schritt mit der Implementierung zu beginnen. Heißt jetzt nicht, dass Sie das bei jeder dieser kleinen Aufgaben machen müssen. Das müssen Sie jetzt auch nicht bei jedem Übungsblatt oder sowas machen. Aber das können Sie mal im Hinterkopf behalten, wenn es dann auch in die Projekte geht, dass so dieses Dokumentieren von Anforderungen aus Benutzerperspektive schon eine ganz gute Idee ist. Ich habe Ihnen gerade schon die HTML-Komponente gezeigt. Wir können vielleicht nochmal einen ganz kurzen Blick auf auch die restlichen Elemente werfen. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie das ausschaut. Wenn Sie diesen Startercode geöffnet haben, den ich Ihnen am Gripskurs bereitgestellt habe,
Ich weiß, dass User Stories prägnanter dargestellt werden, aber wir sind hier ganz am Anfang von einem Web-Technologie-Kurs. Und ich glaube, die meisten Leute von uns haben noch niemals was von der User Story erzählt. Ich würde aber auch behaupten, dass das Prinzip auch durch so eine Form, wie ich sie jetzt gewählt habe, ganz gut rüberkommt. Ich glaube, dass man das besser machen kann, ist eine Sache. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist das Prinzip dahinter, nämlich diese Idee, dass ich tatsächlich die Anforderungen meiner Anwendung aus Nutzerperspektive beschreibe und damit eine Möglichkeit gebe, dass ich mich auch erstens mit den jeweiligen Nutzern und Nutzerinnen identifizieren kann und relativ klar auch die Konsequenzen dessen, was ich implementieren soll, deutlich werden. Also immer dieses Aktion, Reaktion, Ziel, Benefit. Aber ja, sind keine guten User Stories. Ich zeige Ihnen jetzt trotzdem mal, was ich so vorbereitet habe. Diesen HTML-Code habe ich Ihnen ja als Grundgerüst schon gezeigt. Ich zeige Ihnen jetzt nochmal ganz kurz, wie das in der Praxis oder hier im konkreten Fall ein bisschen deutlicher ausschaut. Das ist meine Galerie mit diesen einzelnen Elementen. Für uns relevant wird später das jeweilige Bild sein. Da brauchen wir dann den Pfad, um den in die Lightbox zu übertragen. Und wir haben hier diesen Description-Teil, wo die Beschreibung von jedem Element drinsteht, das wir dann tatsächlich im User Interface in dieser Lightbox einblenden möchten. Ansonsten habe ich eine CSS-Datei vorbereitet, auch nichts Spektakuläres. Die sorgt einfach nur dafür, dass die Anwendung so ausschaut, wie Sie es gerade schon in der Demo gesehen haben. Ein bisschen was an Farbgestaltung, die einzelnen Elemente sind ein- und ausgesind dargestellt. Und wenn wir irgendwo mal suchen, finden wir vielleicht auch genau hier diese CSS-Klasse, die ich gerade schon angesprochen habe, diese Hidden-Klasse, mit der einfach nur die Lightbox jetzt in diesem Fall ein- und ausgeblendet wird. Wir haben auch diese Klasse, die können Sie sich schon mal merken, die werden wir später dafür verwenden, um diese Galerie im Hintergrund ein bisschen von der Lightbox, die dann in der Situation eingeblendet ist, tatsächlich abzuheben. Okay, CSS, HTML. Was noch fehlt, ist JavaScript. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir jetzt so als Modus operandi für die Implementierung von der Anwendung beherzigen wollen oder sollten. Ich habe ja schon gesagt, wenn wir zum Beispiel sowas machen, wie uns irgendwie im Vorfeld Gedanken machen, was unsere Software eigentlich tun sollte, Anforderungen definieren, sei es jetzt irgendwie mit User Stories oder so, dann ist eine Konsequenz daraus auch für uns, dass wir so ein bisschen unsere Software strukturieren können, auch unseren Code strukturieren können, indem wir vielleicht große Aufgaben oder Probleme und deren kleine Bestandteile identifizieren können und dann diese Aufteilung auch verwenden können, um den Code, den wir jetzt schreiben müssen, so ein bisschen zu strukturieren. Also das Prinzip, was sich dahinter verbirgt, heißt Dekomposition und ist eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Sie identifizieren tatsächlich das, was so die Hauptprobleme Ihrer Aufgaben sind oder Ihres Problems, Ihrer Software sind. Und Sie versuchen Einzelschritte zu identifizieren, die dann, wenn man die in Kombination verwendet und ausführt, das eigentliche Problem tatsächlich löst. Und auch hier wieder relativ oberflächlich, aber was man vielleicht irgendwie jetzt in dem Scope, in dem wir jetzt uns bewegen müssen, identifizieren kann, ist, dass wir einmal dieses Problem haben, dass wir die Details von einem einzelnen Bild anzeigen müssen, also diese eigentliche Lightbox-Funktionalität. Das ist so ein Pfad, durch den wir uns jetzt bewegen müssen. Nutzer und Nutzerinnen klicken auf ein Bild, die Informationen werden in die Lightbox eingetragen, das Ganze wird dargestellt und ich kann über das X wieder aus dieser Lightbox rausgehen. Und so ein vielleicht schon Teilproblem, vielleicht aber auch eigenständiges Problem, ist die Navigation innerhalb der Galerie. Also ein Bild wird angezeigt und ich kann mich durch Klicks auf diesem Bild entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung bewegen. Das sind irgendwie so, zumindest jetzt mal als Arbeitsgrundlage, zwei kleinere Aufgaben, die wir auch nacheinander in oder durch unseren Code bearbeiten wollen. Und für den ersten Schritt, für dieses wir zeigen die Details von einem Bild an, kann man sogar noch weiter runtergehen und
wir haben jetzt immer noch keine Zeile Code geschrieben. Wir machen uns jetzt einfach nur ein paar Gedanken darüber, was wir eigentlich vorhaben. Und auch diese Aufgabe kann man dann eben in konkrete Details unterteilen und kann zum Beispiel damit anfangen, dass wir überhaupt erstmal feststellen müssen, welches Bild angeklickt worden ist. Also wenn wir jetzt diese Schiene innerhalb unserer Software Anzeigen eines Bilds in der Detailansicht bearbeiten wollen, dann ist der Ausgangspunkt für uns, dass eins der Bilder angeklickt worden ist. Dann müssen wir aus diesem Bild, das angeklickt worden ist, herausfinden, wo denn das Bild liegt und das in der Lightbox anzeigen. Brauchen wir später dann für die Navigationsfunktion die ID extrahieren, und wir müssen auch den Text des Bildes, das angeklickt worden ist, extrahieren, um den in der Lightbox in der Detailansicht anzuzeigen. Wenn wir das alles gemacht haben, dann können wir diese Lightbox einblenden und dann zumindest einen Teil von diesem Mini-Programm Anzeigen der Detailansicht abschließen. Warum zeige ich Ihnen das alles? Nur nochmal der Hinweis oder die Bitte oder die Aufforderung oder wie auch immer Sie das interpretieren möchten. Machen Sie sich eher mehr Gedanken über solche Sachen als weniger. Und auch wenn Ihnen die Probleme vielleicht ein bisschen klein und einfach tatsächlich vorkommen, versuchen Sie dieses programmatische Denken oder dieses Strukturieren, dieses Zerlegen in Teilprobleme jetzt auch schon an diesen kleinen Problemen zu schulen. Wenn die Probleme größer werden, wenn die Aufgaben größer werden, wenn Sie später vielleicht mal dann am Ende vom Semester tatsächlich so ein kleines Entwicklungsprojekt realisieren, dann sollten Sie spätestens dann diese Art zu denken vielleicht bei der Planung tatsächlich auch berücksichtigen bzw. anwenden. Machen wir das einfach mal. Versuchen wir das einfach mal gemeinsam umzusetzen. Ich wechsle wieder in meinen Editor. Und das Erste, was ich jetzt mache, ist, ich sorge erstmal dafür, dass wir überhaupt irgendwas mit JavaScript machen können. Also wir haben jetzt hier so eine HTML-Datei, die habe ich Ihnen jetzt zu Genüge gezeigt. Sie haben gesehen, dass da entsprechend auch eine CSS-Datei verlinkt ist, beziehungsweise ich habe Ihnen die CSS-Datei gezeigt und zeige Ihnen jetzt hier nochmal, dass die in diese HTML-Datei eingebunden wird. Und wenn ich diese Seite in meinem Browser öffne, so schaut die aus, dann passiert noch relativ wenig. Warum? Weil wir noch diese Bildergalerie-Funktionalität nicht implementiert haben. Das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen überhaupt erstmal dafür sorgen, dass wir mit JavaScript arbeiten können. Das heißt, wir müssen JavaScript in unsere HTML-Datei, in unsere Webseite integrieren. Wie das funktioniert, haben wir uns in der letzten Woche angeschaut, und ich mache das jetzt mal auf die Variante, die wir als bevorzugt da kennengelernt haben, nämlich indem wir unseren JavaScript komplett auslagern in eine separate Datei, die in dem HTML-Dokument verlinkt wird und dann ausgeführt wird, wenn der Browser diese Webseite lädt und an die entsprechende Stelle mit dem Verweis auf die JavaScript-Datei stößt. Wie schaut das aus? So ein Script-Tag. Der hat ein Type-Attribut. In dem Type-Attribut steht dieser String Application JavaScript drin. Damit weisen wir den Browser darauf hin, dass sich hinter der Datei, die wir jetzt verlinken, ein JavaScript-Dokument verbirgt. Wir referenzieren über das Source-Attribut den Ort, wo das Ganze liegt, und können uns überlegen, wo wir das abspeichern wollen. Wie wäre es mit vielleicht diesem Ort? Resources.js.app.js. Und dann können wir das Ganze auch schließen. Jetzt müssen wir die Datei natürlich auch anlegen. Das mache ich, indem ich in dem entsprechenden Ordner einen neuen Unterordner anzulegen und hier drin eine Datei mit dem Namen app.js anzulegen, und dann kann ich da drin meinen JavaScript-Code schreiben. Wo Sie diese Datei einbinden, ist jetzt zumindest in unserem Fall
nicht relevant, aber da müssen wir uns keine Gedanken drüber machen. Ich würde Ihnen raten, jetzt am Anfang die einfach am Ende von dem Body reinzuschreiben und auch auf weitere Attribute oder sowas zu verzichten. Wenn Sie die Datei oben irgendwo in dem Head-Attribut einbinden, dann haben Sie recht, dann sollten Sie dieses Defer-Attribut verwenden, um sicher zu sein, dass der DOM auch vollständig geladen ist, bevor Ihre JavaScript-Datei tatsächlich ausgeführt wird. Aber das sind Details, über die wir uns später unterhalten. Ich würde jetzt tatsächlich so als Notlösung sagen, packen Sie das einfach ans Ende. Wir werden jetzt in den ersten Wochen, glaube ich, keine Dinge tun, für die es wichtig wäre, dass der JavaScript direkt am Anfang ausgeführt wird. Also wenn Sie den ganzen Ende reinpacken von Ihrer HTML-Datei, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und später sollte man sich dann nicht nur Gedanken darüber machen, wo dieser JavaScript-Datei in der HTML-Datei eingebunden wird, sondern auch entsprechend, wann der geladen wird und vor allem auch, welche Teile vom JavaScript man wirklich schon in diesem HTML-Dokument einbinden möchte. Wir werden später Module kennenlernen und dann schaut das eh nochmal ein bisschen anders aus, weil die Inhalte dann bei Bedarf geladen werden und nicht direkt beim Start der Seite. Für uns reicht das jetzt aber. Ich habe hier diesen Script-Tag. Ich habe meine JavaScript-Datei, die liegt hier an diesem Ordner und ich hoffe jetzt mal, dass der Browser diese Datei lädt, wenn unser JavaScript geladen wird. Probieren wir das mal aus, ob das funktioniert hat. Ich schreibe einfach mal ein bisschen JavaScript-Code rein. Ich lege mir eine Funktion an. Gebe, wie sich das gehört, auf der Konsole Hello World aus und ruft die Funktion auch auf. Ganz einfach, Funktion angelegt, named Function und wir rufen die Funktion auf. Jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich meine Webseite neu lade. Offensichtlich hat die Verbindung zum JavaScript geklappt. Ich habe hier Hello World in der Konsole stehen, was daran liegt, dass meine JavaScript-Datei, die ich mit dem HTML-Dokument verbunden habe, geladen wird und dann wird diese Funktion ausgeführt, die wird zuerst erstellt, dann wird sie hier unten ausgeführt, ich lande im Methodenrumpf und Hello World wird auf der Konsole ausgegeben. Ein kleiner Hinweis zu dem, wie wir jetzt heute programmieren. Wir packen das jetzt alles in diese Datei rein und wir strukturieren unseren Code nicht weiter in Teilbereiche. Das ist ein Vorgehen, was man aus ganz, ganz vielen Gründen normalerweise nicht machen sollte. Uns geht es jetzt eher so ein bisschen darum, die Grundlagen von JavaScript zu lernen, ein bisschen zu lernen, wie wir auf den DOM zugreifen, wie wir auf Events reagieren. Sie werden aber merken, dass wir spätestens in der nächsten Woche dann noch so ein paar, nicht Tricks, aber einfach Muster kennenlernen werden, mit denen Sie Ihren Code auch noch ein bisschen stärker strukturieren können und dann auch darauf verzichten können, dass das alles in einer Datei erstmal steht und dass es zweitens alles in dem gleichen Kontext ausgeführt wird, weil alles, was ich hier in diese Datei reinschreibe und über diesen Mechanismus in den Browser lade, kann unter Umständen kollidieren mit irgendwelchen anderen JavaScript-Sachen, die gerade in meiner Web-Anwendung laufen. Also das ist ein Kontext, auf den nicht nur exklusiv ich Zugriff habe. Machen wir vielleicht direkt mal die ersten Schritte. Ich habe hier irgendwie meine Initialisierungsfunktion. Ich habe mein console.log-Befehl, das ist natürlich noch überhaupt nichts von dem, was ich in meiner Anwendung machen möchte. In meiner Anwendung möchte ich ja diese Bildergalerie umsetzen. Ich möchte dafür sorgen, dass, wenn ich hier jetzt irgendwo draufklicke, dieses Bild von dem Hausrutschwanz in der Mitte groß angezeigt wird, dass dann die entsprechende Beschreibung angezeigt wird und dass dann der Benutzer eben diese Lightbox verwenden kann, um die Bilder sich in der größeren Darstellung anzuschauen. Einstiegspunkt dafür ist, dass ich herausfinde, dass auf diese Elemente geklickt worden ist.
Also was ich machen möchte oder was ich machen muss, ist, ich möchte irgendwie herausfinden oder möchte irgendwie den Moment abfangen, dass der Nutzer, die Nutzerin auf eines dieser Bilder geklickt hat. Das ist das, was wir jetzt machen wollen. Wie machen wir das? Vom Prinzip her so, wie wir das auch in der letzten Woche, glaube ich, schon mal an einem ganz kleinen Beispiel ausprobiert haben. Wir selektieren die entsprechenden HTML-Elemente und wir registrieren auf den HTML-Elementen einen entsprechenden Listener, der dieses Click-Event abfängt und der uns dann die Möglichkeit gibt, eine Callback-Funktion aufzurufen, in der wir das Event verarbeiten können. Fangen wir mal damit an, dass wir uns überlegen oder dass wir mit dem Registrieren von diesem Event anfangen. Und was ich jetzt machen werde als Strategie, und auch da gibt es andere Lösungen, ich werde alle diese Bilder-Elemente selektieren und ich werde auf jedem dieser Elemente einen Click-Listener realisieren bzw. registrieren. Also jedes dieser Bilder wird nicht seine eigene Callback-Methode, aber seinen eigenen Listener haben, um diesen Klick abzufangen. Das kann man auch anders machen und ich sage Ihnen dann, wenn wir mit dem Schritt fertig sind, auch was eine andere Strategie wäre. Aber wir machen das jetzt einmal ganz kurz auf diese Art und Weise, weil das für das Problem, so wie wir es jetzt lösen, ein bisschen praktikabler ist. Also ich möchte auf jedem dieser Bilder einen Click-Listener registrieren. Dazu selektiere ich zuerst jedes dieser Bilder aus dem DOM. Und das mache ich, indem ich mache das jetzt erstmal in der Initialisierungsfunktion, eine neue Variable anlege, eine lokale Variable und speichere in diese Variable das rein, was mir der Query Selector zurückgibt, wenn ich versuche, alle Elemente aus dem DOM rauszuselektieren, die die Klasse Image-Container haben. Warum? Werfen wir einen kurzen Blick auf den HTML-Code. Sie sehen, jedes dieser Elemente hat die Klasse Image-Container, dieses Element auch, dieses Element auch, das auch. Und wenn wir jetzt alle diese Elemente auswählen wollen, dann wählen wir die aus, indem wir über den entsprechenden Selektor uns alle DOM-Elemente zurückgeben lassen, die die entsprechende Klasse haben. Relativ einfach noch. Was ich jetzt mache, ist, ich iteriere über diese Elemente. Also was ich da zurückbekomme, ist eine Node-List, also ein nicht wirklich ein Array, aber etwas, was wir in JavaScript wie ein Array behandeln können. Und da ist für jedes dieser Elemente, was ich aus dem DOM rausgefischt habe, ein JavaScript-Objekt drin, das dieses HTML-Element repräsentiert. Und da kann ich mit einer ganz normalen Vorschleife drüber iterieren, indem ich Zählervariablen erstelle, die Vorschleife über den entsprechenden Raum laufen lasse. Ich kann den Zähler oder ich muss den Zähler inkrementieren und dann kann ich, ich mache es jetzt mal ganz ausführlich, damit wir es ein bisschen genauer sehen, current element ist gleich images von i und können das ja mal auf der Konsole ausgeben, um zu schauen, ob das funktioniert und dann machen wir gleich weiter. Ich führe das jetzt mal aus, nur um kurz zusammenzufassen, was passieren soll. Initialisierungsfunktion wird aufgerufen. Alle Bilderelemente aus dem DOM werden selektiert. Wir iterieren in einer Schleife über all diese Elemente, holen uns immer das aktuelle Element über die Zählervariable aus dieser Array-ähnlichen Struktur raus und geben das auf der Konsole aus. Wenn ich das jetzt im Browser lade, sehen Sie, dass sich hier in der Konsole ein bisschen was getan hat. Hier werden nämlich die einzelnen Elemente ausgegeben. Hier sehen Sie auch ein tolles Feature von diesen Developer-Tools. Das ist eigentlich, glaube ich, in jedem modernen Browser mittlerweile so implementiert. Wenn Sie irgendwie auf der Konsole ein HTML-Element ausgeben, also so eine JavaScript-Repräsentation von dem HTML-Element, dann ist eine Verbindung zwischen
dieser Ausgabe in der Konsole und der eigentlichen HTML-Seite vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier drüber habe, über das erste Element, dann zeigt mir der Browser auch, welches Element das genau ist. Das ist jetzt wenig überraschend, dass, wenn wir die Elemente aus dem DOM selektieren, das erste Element auch das erste ist, was wir wieder ausgeben, wenn wir über die Node-List iterieren. Aber gerade vielleicht, wenn es ein bisschen komplexer später wird, ist das auch eine nette Art zu debuggen. Sie geben irgendwie ein HTML-Element auf der Konsole aus und Sie sehen dann gleich, wo das auch tatsächlich im Browser vorhanden ist, weil das wird dann so ein bisschen gehighlightet. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen in dem Stream auch sehen. Okay, wir haben jedes Element und ich will ja eigentlich den Klick abfangen auf dieses Element. Und das mache ich, indem ich zu jedem dieser Elemente in dieser Schleife einen Event-Listener hinzufüge. Ich registriere mich für das Click-Event und als Parameter muss ich jetzt eine Funktion angeben. Ich möchte, dass eine bestimmte Funktion aufgerufen wird, wenn auf dieses Element oder auf jedes dieser Elemente geklickt wird. Und ich habe jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich könnte hier direkt eine Funktion erstellen, also so eine anonyme Funktion inline erstellen. Auch was Sie vielleicht, je nachdem, was Sie sonst so für Programmiersprachen schon kennen, nicht unbedingt kennen. Also diese Möglichkeit, eine Funktion an einer beliebigen Stelle innerhalb des Quellcodes zu definieren. Das wäre eine Möglichkeit, die ich machen könnte. Ich kann aber auch auf eine Funktion verweisen, die schon existiert. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir legen uns in unserem Quellcode eine weitere Funktion an. Die nenne ich mal onGalleryImageSelected. Dieses on immer als Indikator, dass das eine Methode ist, die vielleicht durch ein Event aufgerufen wird. Das hat nichts Funktionales, also Sie können die Funktion nennen, wie Sie wollen, nur wenn Sie so ein on davor schreiben vor dem Bezeichner, ist das in der Regel die Konvention dafür, dass das eine Methode ist, die vielleicht nicht direkt durch den Programmfluss aufgerufen wird, sondern die vielleicht eher als Ziel für sowas wie ein Observable oder irgendwie ein Listener-Mechanismus oder sowas tatsächlich dient. Und bei uns ist es ja auch so. Diese Methode rufen wir niemals irgendwie direkt in unserem Code auf, sondern die ruft der Browser auf, wenn auf diese Elemente geklickt wird. Wir wissen von der letzten Woche, dass mit diesen Callback-Funktionen mit diesen Callback-Funktionen vom Browser auch immer so ein Event-Objekt mitkommuniziert wird, was als Parameter in diesen Callback-Methoden landet, einfach um ihnen dann die Informationen mitzugeben, was war das für ein Event, wo ist das aufgetreten, was sind vielleicht irgendwie so die Kontextinformationen. Ich gebe das mal auf der Konsole aus. Ist immer keine schlechte Idee, wenn man die Methode noch nicht zu Ende entwickelt hat, aber trotzdem ein bisschen testen möchte, ob das Ganze funktioniert. Geben Sie einfach den Parameter auf der Konsole aus. Am besten sogar vielleicht noch mit einem kleinen String davor, damit man auch später weiß, wo man eigentlich ist, wenn man debuggt. Und dann können wir weitermachen. Jetzt kann ich diese Methode hier, die ich hier oben angelegt habe, an dieser Stelle referenzieren. Das funktioniert in JavaScript ja deshalb, weil Funktionen sogenannte First-Class-Citizens sind, also Elemente erster Güte in der Programmiersprache, und wir können Referenzen auf Funktionen übergeben, beziehungsweise Funktionen als Referenzen oder hier als Parameter übergeben. Das heißt, wir verweisen auf diese Funktion hier oben und sagen, mit jedem Klick auf die Image-Elemente soll diese Funktion hier oben aufgerufen werden. Probieren wir mal aus, ob das funktioniert hat. Ich klicke mal irgendwo drauf und dann sehen Sie, hier taucht jetzt was Neues auf. Das, was hier auftaucht, ist das Event-Objekt, was vom Browser mit dem Klick zusammen
dann in unsere Callback-Funktion, die wir jetzt verknüpft haben, tatsächlich übergeben wird. Und dann wissen wir jetzt, okay, was wissen wir jetzt eigentlich? Es wurde irgendwie ein bestimmtes Element angeklickt. Die Mauskoordinaten bekommen wir mit. Wir bekommen vielleicht noch irgendwelche weiteren Informationen über das Element, was angeklickt worden ist und den Kontext, in dem sich das befindet. Damit können wir jetzt weitermachen, weil wir wissen nämlich jetzt, welches Element angeklickt worden ist und können uns jetzt ausgehend davon uns weiter in unserem kleinen Mini-Use Case vorhangeln und jetzt bestimmen, welches Bild wurde angeklickt, welche Beschreibung gehört dazu und diese Informationen in der Lightbox, die dann in der Mitte erscheinen soll, tatsächlich anzeigen. Bevor wir da weitermachen, ich habe Ihnen ja gesagt, das, was ich hier gemacht habe, ist eine Lösung dafür. So vom mentalen Modell nochmal ganz kurz. Ich erstelle für jedes der Bilder einen eigenen Listener. Die fließen zwar in die gleiche Methode rein, also es gibt nur eine Callback-Methode, aber es ist tatsächlich so, dass jedes dieser Bildobjekte selbstständig auf diesen Klick lauscht. Das ist jetzt nicht super aufwendig. Mit der Vorschleife geht das ja auch relativ schnell. Es gibt aber eine Alternative. Die Alternative wäre, dass Sie nicht die einzelnen Elemente betrachten, sondern dass Sie sich anschauen, es gibt ja dieses übergeordnete Element und Sie registrieren den Click-Listener auf diesem Element, müssten dann aber in der Callback-Methode immer noch herausfinden, welches Element ganz konkret tatsächlich angeklickt worden ist. Also anstatt dass man auf jedem der Kinderelemente einen einzelnen Click-Listener registriert, kann man auch auf dem Elternelement einen Listener registrieren und sich dann in der jeweiligen Callback-Methode zum Beispiel über das Event oder über das Event-Parameter-Objekt dann das richtige Element raussuchen, das angeklickt worden ist. Wie gesagt, das haben wir jetzt hier nicht gemacht, damit es ein bisschen einfacher ist. Wir bekommen in der Regel in diesem Event-Objekt mit, welches Element angeklickt worden ist. Und das Element, das angeklickt worden ist, selber, das können wir uns in dieser Callback-Methode auch ausgeben lassen. Wir erstellen uns wieder eine neue Variable. Wir nennen die Image-Element. Also das ist das Element, was tatsächlich angeklickt worden ist und das verbirgt sich in diesem Event-Objekt in Event.target. In den meisten Fällen. Es gibt ein paar Fälle, die wir uns am Ende noch anschauen müssen, bei denen wir hier Fehlerüberprüfungen durchführen müssen, aber in den meisten Fällen wird der Nutzer, wird die Nutzerin auf dieses Bild Element geklickt haben, was ja Kern von dieser Bildgalerie ist, und das können wir uns über dieses Event.target auslesen. Das ist immer das Element, was wirklich angeklickt worden ist, also was den Event an sich ausgelöst hat. Es kann entweder das Element sein, auf dem wir das registriert haben, oder es ein Kinderelement sein von diesem Element. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Wir schreiben uns jetzt eine Funktion, die dieses Image-Element, das angeklickt worden ist, in der Lightbox anzeigt. Und wir machen immer eine neue Funktion, wenn wir irgendwie in einen neuen Teilbereich von unserem großen Problem gehen. Wir haben ja das große Problem, wir wollen die Lightbox anzeigen mit den einzelnen Einträgen und wir versuchen das in so viele, nicht in so viele Teilprobleme wie möglich, aber in so viele sinnvolle Teilprobleme wie möglich zu zerlegen. Wir sind jetzt angekommen an der Stelle, wo wir wissen, ein bestimmtes Element wurde angeklickt. Wir können uns raussuchen, welches Element angeklickt worden ist. Und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Funktion, die dieses Element, was angeklickt worden ist, in der Lightbox anzeigt. Ich nenne die mal Show Image from Container. Und übergebe als Parameter diesen Image-Container, der angeklickt worden ist. Also das soll ein solches Element sein. Das ist das Element, das uns interessiert. Das übergeben wir an diese Methode und aus oder in dieser Methode lesen wir uns dann die verschiedenen Attribute raus, die wir brauchen, die verschiedenen Parameter raus, die wir brauchen und tragen die in die Lightbox ein. Den Editor, den ich verwende, das ist einfach Sublime.
Können wir auch mal sagen, ob man das irgendwie von dem Kontrast gut sehen kann. Auch vielleicht die Leute im Rocket Chat, die das Ganze hier als Lehrveranstaltung wahrnehmen, können wir zur Not auch auf ein kontrastreicheres Theme umschalten. Ich würde gern die Variable ganz kurz umbenennen, weil das ist kein Image-Element, sondern das ist so ein Image-Container. Image-Element wäre jetzt für mich tatsächlich das hier, aber wir sind in unserem Click-Callback hier erstmal an dieser Stelle. Also wir sind noch gar nicht auf diesem Level runter. Und ich übergebe den dann an unsere Show Image from Container Methode. Hier an der Stelle müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir müssen uns jetzt aus diesem Image-Container den Titel, den Pfad zu dem Bild und die Beschreibung auslesen. Also wir haben ein HTML-Element und wir lesen aus diesem HTML-Element jetzt Eigenschaften, Attribute und Eigenschaften von dem Kind-Element aus. Fangen wir mal an mit diesem eigentlichen Bildpfad. Also ich möchte dieses Attribut hier haben. Ich habe dieses Element. Da müssen Sie mir jetzt mal kurz tatsächlich drauf. Da müssen wir ganz kurz vertrauen, dass hier in diesem Parameter in der Regel ein solches HTML-Element ankommt. Nicht irgendwie als String oder so, sondern tatsächlich als JavaScript-Objekt, was so ein Element repräsentiert. Und ich möchte aus diesem Kinderelement dieses Attribut haben. Wie bekomme ich das? Ich selektiere auf diesem Container dieses Kinderelement und lese mir dann aus dem selektierten Kindelement mit diesem Image-Tag dieses Attribut aus. Also zwei Schritte. Legen wir zuerst eine Variable an, Image-Source, das soll der Pfad zu unserem Bild sein. Ich greife auf meinen Container zu, also auf dieses HTML-Element, was ich übergebe. Ich habe Ihnen gerade schon am Anfang auf diesen Folien gezeigt, dass wir diese Query-Selector-Funktion dankenswerterweise nicht nur auf dem Document-Objekt aufrufen können, sondern dass wir das dann auf einer beliebigen Stelle tatsächlich auf einem beliebigen HTML-Element auswählen können. Wenn Sie schon mal irgendwie ein Element aus dem DOM rausgefischt haben, dann können Sie, wenn Sie sich für Kind-Elemente von diesem, von dieser Node oder von diesem HTML-Objekt interessieren, nochmal mit der Query-Selector-Funktion dann direkt in diesem Element suchen. Und ich kann dann zum Beispiel sagen, ich würde gerne das erste Image-Element haben, was in diesem Image-Container drin ist. Da ist nur ein Image-Container oder nur ein Image-ML-Element drin. Von daher müssen wir jetzt auch nicht irgendwie mit der Query-Selector-All-Methode oder sowas arbeiten. Ich fische aus diesem Container dieses Element raus. Und ich möchte nicht das Element haben, sondern ich möchte dieses Source-Attribut haben. Dieses Source-Attribut kann ich mir auslesen, indem ich entweder über die GetAttribute-Funktion das Attribut selber angebe. Das ist so die generische Form. Wenn Sie irgendwie an einem HTML-Element oder aus einem HTML-Element die Attribute auslesen wollen, können Sie das mit dieser GetAttribute-Methode und dem Namen des Attributs tatsächlich machen. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie vielleicht Attribute haben, die Sie selber hinzugefügt haben, die es im HTML-Standard gar nicht so gibt. Sie können aber auch für ganz, ganz viele Attribute Eigenschaften nutzen, die diese HTML-Elemente an sich haben. Also diese JavaScript-Objekte, die so ein HTML-Element repräsentieren, die bilden viele der HTML-Attribute oder zum Teil auch CSS-Eigenschaften über Objekteigenschaften ab. Und das ist bei diesem Source-Attribut tatsächlich auch der Fall. Also wir können da direkt drauf zugreifen. Aber wie gesagt, man könnte auch auf oder über dieses Get-Attribute direkt auf das beliebig genannte Attribut zugreifen. Neben dem Pfad zu dem Bild brauchen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen nämlich auch, was brauchen wir nämlich auch? Wir brauchen. Also selber mal kurz überlegen, was wir alles brauchen. Wir brauchen die Beschreibung von dem Bild.
Und die holen wir jetzt uns auf den gleichen Weg. Wir schauen mal nach, wo steht die denn? Die steht in diesem Container, in diesem Element hier mit der Klasse Description und ist da an dieser Stelle wohl offensichtlich der inner HTML-Wert, also das, was zwischen dem öffnenden und schließenden Tag drin steht. Das heißt, den Text möchte ich jetzt, diesen Text hier aus diesem Attribut auslesen und mir steht zur Verfügung dieses Element. Also wieder auf den Container zugegriffen, die Query Selector Methode aufgerufen, dann über den Selector die entsprechende CSS-Klasse angesprochen. Das ist ja hier diese CSS-Klasse. Das Element hat die Klasse Description. Und aus diesem Element, was ich ausgewählt habe, wähle ich mir die Inner-HTML-Eigenschaft aus. Das ist nochmal, das ist der Inhalt von diesem Tag, also alles das, was zwischen dem öffnenden und dem schließenden Tag drin steht. Ich muss gerade ganz kurz in dem anderen Chat was lesen. Ist notwendig, eine neue Zeile im JavaScript-Code oben anzuschreiben? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz vielleicht mit einem Beispiel formulieren, was Sie meinen? Dann kann ich Ihnen gerne antworten. Aber so ganz verstehe ich das leider nicht. Also ich kann ja mal ganz kurz sagen, was so Best Practices in JavaScript sind allgemein für die Formatierung vom Code. Also in der Regel finden Sie in JavaScript, was irgendwie die Klammerung angeht, diese Formatierung, also Klammer geht in der Zeile auf und in der neuen Zeile zu, anders jetzt vielleicht irgendwie als bei C-Sharp oder in der C-Welt, also schon sehr stark an Java angelegt. Wir rücken das Ganze immer ein, wenn Sie wollen, mit Tabs oder mit Leerzeichen, aber auf jeden Fall einheitlich und in jeder Zeile sollte eine Anweisung stehen. Ich mache mal kurz weiter, während Sie in den Chat reinschreiben. Ich möchte nämlich auch noch neben dem Beschreibung und neben dem Pfad zu dem Bild auch noch den Titel auslesen. Ne, den Titel wollte ich gar nicht. Die Image-ID möchte ich auslesen. Die kann ich nämlich später ganz gut gebrauchen. Und das mache ich, indem ich mir direkt dieses Attribut aus dem Container auslese. Also ich möchte noch diese Zahl hier haben. Der Container steht mir zur Verfügung. Ich greife auf den Container zu, nehme die getAttribute-Funktion, diesmal jetzt mit so einem Custom-Key, weil dieses Data-ID-Attribut, das habe ich hier hinzugefügt, das ist kein Standard-HTML-Attribut, das gibt es nicht in irgendeinem Objekt, in irgendeinem JavaScript-Objekt schon automatisch drin, deshalb greife ich über den Namen von dem Attribut direkt auf den jeweiligen Wert zu. Dann habe ich diese Informationen und jetzt trage ich die in das Lightbox-Element ein. Nächste Funktion. Ich nenne die setLightboxContent. Ich übergebe der erstmal die Quelle, den Pfad zu dem Bild und die Beschreibung von dem Bild und möchte, dass diese Inhalte, also dieser Pfad und dieses Bild in meiner Lightbox hier angezeigt wird. Jetzt spätestens an der Stelle sollten wir mal ganz kurz einen Blick darauf werfen, wie das aufgebaut ist. Wir haben hier unser oben schließendes HTML-Element. Das ist diese Lightbox, also dieser Ort, wo das Bild in groß dargestellt wird. Das hat ein Kind-Element, das ist der Button, das ist dieser runde Kreis mit dem X, ein leeres Element für die Description und ein Element, wo wir das Bild an sich anzeigen können. Da steht jetzt hier so eine komische, krude Zeile. Das löst sich auf, wenn der Browser das interpretiert in einen transparenten Pixel. Also das ist irgendwie die minimale Darstellung, wie sie irgendwie einen
Bild über so eine komische Data-URL anzeigen können. Und das habe ich nur deshalb eingebaut, damit dieser HTML-Code valide bleibt. Wenn Sie nämlich sowas machen würden, dieses SRC-Attribut leer lassen, dann wird da auch kein Fehler oder sowas geschmissen und es funktioniert auch alles so, wie es funktionieren soll. Aber wenn Sie diese HTML-Datei dann mal validieren lassen würden, also nachschauen wollen, ob das tatsächlich sich an alle HTML-Regeln hält, dieses Dokument, dann wird das hier ein Problem werden, weil dieses SRC-Attribut nicht leer sein darf. Also das steht so in der HTML-Spezifikation und deshalb habe ich über diese Data-URL ein leeres Bild eingefügt. Das muss uns gar nicht interessieren, nur die Information, warum das da steht. Einfach nur, damit dieses Dokument valide bleibt. Also das ist unsere Lightbox. Das ist das Element, wo wir jetzt die vergrößerte Variante tatsächlich anzeigen wollen. Und was ich jetzt machen muss oder was ich jetzt machen werde, ist natürlich erstmal dieses Element wieder selektieren. Dann das Bild, was ich gerade rausgefischt habe, den Pfad, hier für dieses Element anzeigen und auch die Beschreibung in diesem Element eintragen. Machen wir das mal. Fangen wir damit an, dass wir dieses Lightbox-Element selektieren und das mache ich jetzt hier nicht mehr in dieser Funktion, sondern das mache ich in einer extra Variable, die in der gesamten Datei zur Verfügung steht. Weil ich brauche diese Lightbox an verschiedenen Stellen, die muss ich ein- und ausblenden, die möchte ich nicht jedes Mal neu selektieren. Deshalb lege ich die hier oben in einer Variable an. Direkt, wenn die JavaScript-Datei ausgeführt wird, wähle ich mir über die Query-Selector-Methode dieses Element hier aus, indem ich den entsprechenden Klassennamen verwende und dann wird das direkt in dieser Variable gespeichert. In der SetLightboxContent-Methode kann ich dann auf diese Lightbox zugreifen. Dann gönne ich mir diesen kleinen Performance-Fehler und wähle jedes Mal das Element, um das es geht, neu aus. Ich wähle aus dieser Lightbox das Image-Element aus, greife auf dessen SRC-Attribut zu und überschreibe das mit dem Pfad, den ich als Parameter an diese Methode übergebe. Hier wählen wir den Pfad zu dem angeklickten Bild aus. Hier setzen wir den gleich, indem wir diese Methode mit den Werten, die wir hier ausgegeben haben oder ausgelesen haben, aufrufen. Und dann tragen wir den aktuellen Bildpfad in diese Lightbox ein. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit der Beschreibung oder mit diesem Beschreibungstext, wieder die Query Selector Methode, die Klasse Description, das ist dieses Element, und von dem Element interessiert uns die Inner-HTML-Eigenschaft, die wir mit dem Parameter überschreiben, den wir oben an diese Funktion übergeben. Also Bildpfad und Beschreibung an dieser Stelle eintragen. Dann können wir die Methode aufrufen in unserer ShowImageFromContainer-Methode. SetLightboxContent. Wir übergeben den Pfad, den wir rausgefischt haben, und wir übergeben die Beschreibung, die wir rausgefischt haben. Ich zeige Ihnen das jetzt mal und Sie werden sehen, dass Sie nichts sehen. Aber ich hoffe, dass wir keinen Fehler sehen, aber wir sollten auch sonst nichts sehen. Also ich klicke hier drin rum, es passiert noch nichts. Warum? Werfen wir mal kurz einen Blick in den HTML-Code. Und werfen wir mal einen Blick hier drauf. Das ist die Lightbox, dieses Element, was wir editiert haben. Und wenn ich jetzt hier rumklicke, dann sehen Sie, dass sich hier dieser Pfad ändert. Und Sie sehen auch, dass sich diese Beschreibung ändert. Also scheint irgendwie zu funktionieren. Also hier irgendwo auf meinem Rechner liegt ein Bild und hier ist dieser Text, den wir aus dem HTML rausgefischt haben. Wir tragen das alles in die Lightbox ein. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, dass wir hier diese CSS-Klasse programmatisch entfernen, damit das Ganze dann am Ende so ausschaut. Das müssen wir jetzt noch in unserem Code implementieren. Dazu würde ich wieder zwei neue Funktionen anlegen. Die Composition bis ins kleinste Detail. Ich erstelle eine Funktion, die heißt Show Lightbox. Und ich erstelle eine zweite Funktion, die heißt Hide Lightbox. In den beiden Methoden mache ich alles das, was ich machen muss, um diese
Lightbox, die ich jetzt befüllt habe mit den Werten, einzublenden bzw. auszublenden. Was muss ich machen, wenn ich dieses Element einblenden möchte? Ich muss mir das Element selber nehmen. Ich greife auf die CSS-Klassen zu, die dieses Element hat, und ich entferne die Hidden-Funktion, die Hidden-Klasse. Dieses ClassList gibt Ihnen ein Objekt zurück, was alle CSS-Klassen repräsentiert, die auf diesem Element momentan gesetzt sind. Also da kriegen Sie dann, es ist kein Array, aber stellen Sie sich wie ein Array vor. Ein Array vor, wo Lightbox drin steht und wo Hidden drin steht. Das sind die beiden CSS-Klassen, die dieses Element hat. Dieses Objekt gibt Ihnen ein paar Methoden an die Hand, mit denen Sie diese Klassenliste manipulieren können. Wenn Sie die Remove-Methode aufrufen, dann wird diese CSS-Klasse, so die denn vorhanden ist auf dem Element im Moment, rausgelöscht. Wenn wir die Lightbox wieder ausblenden möchten, dann machen wir genau das Gegenteil. Wir greifen auf die ClassList hinzu. Wir fügen die Hidden-Klasse wieder hinzu. Und dann wird das Ganze wieder ausgeblendet, weil diese Hidden-CSS-Klasse, die setzt dieses Display-Attribut auf None. Was muss ich noch machen? Ich möchte ja eigentlich auch diese Galerie, das haben Sie ganz am Anfang gesehen, als ich Ihnen das gezeigt habe, so ein bisschen blurren, wenn die Lightbox eingeblendet wird. Und dazu habe ich ja auch diese CSS-Klasse schon vorbereitet. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ich muss diese Galerie, dieses Element selektieren und dann auch da die CSS-Klassen manipulieren. Also da die Blur-CSS-Klasse an der richtigen Stelle hinzufügen und an der anderen Stelle wieder entfernen. Machen wir das mal. Ich füge hier eine neue Variable hinzu. Ich ergänze die Variable vielleicht mit dem Namen Gallery, selektiere mir wieder aus meinem HTML-Code oder aus meinem DOM das entsprechende Element und kann dann in der ShowLightbox-Methode, also in der Methode, mit der die Lightbox eingeblendet wird, auf dieses Element zugreifen, auf die ClassList zugreifen und die Blur-Klasse hinzufügen. Was die im Hintergrund macht als CSS, die setzt die Transparenz von diesem Galerie-Element auf die Hälfte und fügt so einen Blur-Filter, also einfach so einen Verwisch-Effekt zu dem Element hinzu. CSS ist mittlerweile super mächtig. Mit diesem Filter-Attribut können Sie alle erdenklichen Bildverarbeitungsspäße irgendwie realisieren und zum Beispiel eben so einen Verwisch-Effekt auf einem HTML-Element realisieren. Wir fügen diese Klasse hinzu, wenn wir die Lightbox einblenden, und wir nehmen die zurück oder nehmen die wieder raus, wenn wir unsere Lightbox wieder ausblenden, um zu der eigentlichen Galerie zurückzukehren. Die Methode, diese ShowLightbox-Methode, kann ich jetzt aufrufen, wenn ich in der ShowImageFromContainer-Methode, in der ich die Lightbox befüllt habe, das abgeschlossen habe und dann, nachdem die Fahrt und Beschreibung vom angeklickten Element übertragen worden sind in die Lightbox, dann diesen Vorgang abschließen kann. Dann haben wir unsere kleine Aufgabe bis zu dem Punkt implementiert, wo wir tatsächlich die Lightbox einblenden können. Können wir mal ausprobieren. Ich habe hier meine Lightbox, die jetzt mit dem Klick eingeblendet wird und das richtige Bild und die richtige Beschreibung aus dem angeklickten Image-Container übernimmt, erst in dieses normalerweise versteckte Lightbox-Element überführt und dann die Lightbox einblendet, indem diese Hidden-Klasse entfernt wird. Das hier funktioniert noch nicht. Das müssen wir jetzt noch implementieren, und das machen wir, indem wir einmalig ganz am Anfang in unserer Initialisierungsmethode auf dieses Element hier zugreifen, ein Click-Listener auf diesen Listener setzen und unsere Hide-Lightbox-Methode an der Stelle aufrufen. Also wir verbinden jetzt die Funktion, die wir eh schon implementiert haben, diese
Hide-Lightbox-Methode mit einem Klick auf dieses Element. Das machen wir direkt, wenn unsere Anwendung startet. Das müssen wir nur einmalig implementieren. Die Lightbox wird zwar ein- und ausgeblendet, die registrierten Event-Listener verschwinden dadurch aber nicht. Okay, machen wir das noch. Ich gehe in meine Initialisierungsmethode. Ich greife auf die Lightbox zu. Die haben wir ja oben schon selektiert. Also das hier passiert ganz am Anfang, wenn die Datei geladen wird. Das wird sequenziell runterbearbeitet. Irgendwann kommen wir an diese Initialisierungsmethode, die hier auch aufgerufen wird. Wenn die aufgerufen wird, können wir auf die Lightbox zugreifen. Wir können den Button auslesen, zum Beispiel über die Klasse Button einfach selektieren. Registrieren auch hier einen AddEventListener, registrieren auch hier einen EventListener über die AddEventListener-Methode. Uns interessiert der Mausklick und die Methode, die aufgerufen werden soll, ist die HideLightbox-Methode. Kann man vielleicht auch noch durch einen Umweg um eine separate Callback-Methode machen, da wir bei dem Klick aber nichts anderes machen wollen, außer diese Lightbox wieder ausblenden, reicht das meiner Meinung nach auch so erstmal aus. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ich blende das Element ein und wenn ich auf das X klicke, dann wird das entsprechende Element auch wieder ausgeblendet. Also wir haben Hide and Show implementiert. Wir nutzen das, um die Lightbox initial einzublenden, die Galerie so ein bisschen zu blurren. Wenn ich dann hier wieder drauf gehe, dann wird das Ganze ausgeblendet. Ich würde jetzt gerne noch einen Anfang setzen für diese Navigation innerhalb der Galerie und vielleicht können Sie das dann ja auch, und dann kann ich auch nochmal auf diese Frage im Chat zurückkommen, vielleicht können Sie das dann ja als Ausgangslage nehmen, um den Rest, um diesen Wechsel innerhalb der Galerie vielleicht mal selber auszuprobieren. Also wir machen jetzt noch einen Schritt zusammen. Wir fangen jetzt noch den Klick auf dieses Lightbox-Bild ab. Überlegen uns, wie wir vielleicht uns entscheiden können, in welche Richtung wir navigieren, entweder auf das vorherige Bild oder auf das nächste Bild. Und dann können Sie ja vielleicht mal den Rest alleine implementieren. Ich fange wieder an. Das ist jetzt ein neues Problem. Also wir haben jetzt ein Teilproblem, nämlich diese ganze Lightbox-Geschichte mit dem Ein- und Ausblenden realisiert und implementiert. Also unser Benutzer, unsere Benutzerin sind jetzt ein bisschen zufriedener, weil sie eine Funktion schon bereitgestellt haben. Jetzt geht es um die nächste Funktion, um die Navigation innerhalb der Galerie. Ich lege dazu schon mal eine Callback-Funktion an. Die nenne ich onLightboxImageClicked. Die soll aufgerufen werden, wenn das Bild in der Lightbox angeklickt worden ist. Kriegt auch ein Event übergeben. Und ich verbinde diesen Event, den kann ich auch auf der Konsole mal ausgeben, dass wir gleich überprüfen können, ob das funktioniert. Ich verbinde dieses Element oder diese Funktion mit dem Callback zu diesem Click-Event auf dieses Bild hier. Das funktioniert genauso, wie wir es gerade eben auch schon immer gemacht haben. Wir haben die Lightbox an dieser Stelle schon vorselektiert in unserer Init-Methode. Wir können die Query-Selector-Funktion aufrufen. Ich schaue nochmal nach. Das ist hier dieses Element, was ich selektieren möchte. Und ich registriere darauf einen Event-Listener für den Click-Event und übergebe den Verweis oder die Referenz auf diese Methode. Schauen wir mal, was passiert. Konsole wieder öffnen, hier drauf. Wenn Sie jetzt hier mal schauen, immer wenn ich hier irgendwie draufklicke, dann wird der Event, den ich gerade in diesem console.log übergeben habe, auf der Konsole ausgegeben. Was ich jetzt machen möchte oder was ich Ihnen jetzt als Aufgabe stellen möchte, ist, versuchen Sie, den letzten Schritt so zu lösen, dass wenn der Benutzer in diese Hälfte vom Bild klickt, das vorherige Bild angezeigt wird und wenn der Benutzer in die nächste oder in die rechte Seite klickt, das nächste Bild angezeigt wird. Also Linksklick, es geht in der Galerie in die andere Richtung, in die vorherige, aufs vorherige Bild,
Rechtsklick, es geht aufs nächste Bild. Wie kann man das implementieren? Ich zeige Ihnen mal ganz kurz was. Wir können uns auf der oder über diesen Click-Event ein Attribut auslesen, das heißt Offset X und Offset Y. Offset X, Offset Y sind die relativen Koordinaten dieses Mausklicks innerhalb des Elements, das angeklickt worden ist. Ich zeige Ihnen mal, was dabei rauskommt, wenn wir das uns anschauen. Also ich mache mal hier. Sehen Sie, da wird irgendein sehr niedriger Wert ausgegeben auf der Konsole. Je weiter ich in die Mitte gehe, desto größer wird der Wert und irgendwann ist er ähnlich zu der kompletten Breite. Wenn Sie sich diesen Wert anschauen und den in eine Beziehung setzen zur Breite von diesem Element, können Sie feststellen, in welcher Hälfte von den beiden Elementen Sie sich gerade befinden. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich schaue mir erstmal an, welches Element eigentlich angeklickt worden ist. Let image container ist gleich event.target. Das ist das Element, was angeklickt worden ist. Und dann schaue ich mir an, ist der x-Wert von meinem Mouse-Event kleiner als die Breite von meinem angeklickten Element durch 2. Also das Element hat eine gewisse Breite, 500 Pixel. Mein Mausklick findet an irgendeinem Pixel statt. Pixelkoordinate x ist 50. Ich schaue, ob dieser Wert in der ersten Hälfte oder in der zweiten Hälfte der gesamten Breite meines Elements sitzt. Und wenn das so der Fall ist, dann weiß ich, select previous image, und wenn mein Mausklick in der rechten Hälfte von meinem Bild ist, dann weiß ich, dass ich das nächste Bild auswählen soll. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp für die Implementierung und dann war es das tatsächlich auch für heute. Sobald Sie wissen, welchen Image-Container Sie anzeigen sollen, also sobald Sie wissen, soll ich ausgehend von zum Beispiel diesem Bild hier den nächsten Image-Container oder den vorigen Container auswählen und anzeigen in der Lightbox, also je nachdem, ob auf der linken oder auf der rechten Seite geklickt worden ist, können Sie hier direkt wieder einsteigen in den Weg, den wir gewählt haben. Also wir haben ja schon eine Funktion geschrieben, die einen dieser Image-Container übergeben bekommt und von da dann ausgehend die Lightbox korrekt konfiguriert und einblendet. Das heißt, sobald Sie über diese Klicks herausgefunden haben, in welche Richtung der Nutzer, die Nutzerin in der Galerie navigieren soll, dann ist es Ihre Aufgabe noch herauszufinden, was der nächste bzw. der vorherige Image-Container wäre. Und dann müssen Sie gar nichts mehr neu implementieren, sondern rufen Sie nur noch diese Methode auf und dann ist die Funktionalität, die notwendig ist, schon implementiert. Okay, wir müssen jetzt zum Ende kommen, weil ja auch gleich die Übungen beginnen. Ich versuche jetzt nochmal ganz kurz auf diese Frage einzugehen. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Die Frage aus dem anderen Chat für die Leute auf Twitch ist, ob die Reihenfolge, in der ich diese Methoden definiere, eine bestimmte Rolle spielt. So wie wir es jetzt implementieren, nein. Also spielt keine Rolle, weil wir ganz unten die letzte Funktion aufrufen. Das heißt, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, wenn Sie irgendwie sich so ein bisschen angewöhnen, die Funktionen vielleicht durch so eine zentrale Stelle oder den Anwendungsablauf durch eine zentrale Stelle wie diese Init-Funktion tatsächlich zu starten, dann müssen Sie sich auch keine Gedanken darüber machen, ob vielleicht irgendwelche Methoden zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht da sind oder noch nicht implementiert sind. Also die JavaScript-Datei wird zwar von oben nach unten geparst und angeschaut, aber ich macht es in diesen Beispielen und so machen wir das auch im restlichen Semester immer so, dass wir so eine fixe Initialisierungsfunktion haben, die immer als Einstiegspunkt in unsere Anwendung dient. Das ist
meistens diese Init-Funktion, die wird ganz am Ende aufgerufen und dann beginnt erst der eigentliche Ablauf unserer Anwendung und dann sind die restlichen Methoden definiert, weil die werden definiert in dem Moment, wo sie hier eingelesen werden. Also das ist die erste Funktion, die JavaScript irgendwie in Speicher ablegt, das ist die zweite und so weiter. Und wenn wir dann unsere Init-Funktion tatsächlich ausführen, ganz am Ende, dann ist der Rest schon da. Also es gibt Situationen, in denen die Reihenfolge der Methoden eine Rolle spielen. Wir versuchen das aber ganz bewusst zu vermeiden, dass diese Reihenfolge irgendwie wichtig ist. Dann danke ich Ihnen jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Sie finden den Startercode, mit dem Sie selber ein bisschen anfangen können und auch einen Lösungsvorschlag im GRIPS-Kurs. Ich sage jetzt nochmal ganz kurz was zu dem Twitch-Chat, weil jetzt irgendwie plötzlich so viele Leute da sind. Nicht, dass Sie sich wundern, dass das hier alles irgendwie vielleicht nicht Webentwicklung 2020 mit irgendwie den heißesten Frameworks ist. Das ist ein Kurs, der hier gehalten wird von der Uni Regensburg. Für den Studiengang Digital Humanities und es ist tatsächlich so ein Grundlagenkurs. Wir versuchen den Leuten in dem Semester in mehr oder weniger so einem Crashkurs einen Überblick über die wichtigsten Webtechnologien zu geben, wirklich ganz rudimentär, mit dem Ziel, dass man als dann eben Wissenschaftler oder forschender Student, Studentin selber solche kleinen Webanwendungen vielleicht zu Forschungszwecken oder zu Datenvisualisierungszwecken implementieren kann. Also es geht hier nicht irgendwie um die neuesten Frameworks. Die Leute, die in dem Kurs sind, haben schon ein bisschen Programmiererfahrung. Ich glaube Python vor allem, zum Teil auch schon andere Erfahrungen. Und wir wollen einfach nur dafür sorgen, dass die am Ende so kleinere interaktive Webseiten und Webanwendungen entwickeln können und wirklich mit handfesten, ganz rudimentären Technologien, nicht mit irgendwelchen neuesten Frameworks oder so. Also, wenn Sie es trotzdem interessiert, hören Sie sich's gerne an. Wenn Sie irgendwie Vorschläge haben für die Verbesserung oder so, schreiben Sie es einfach in den Chat rein. Das ist eigentlich immer ganz interessant, was da so kommt. Und ja, wenn Sie Webentwicklung oder Webtechnologie nicht mögen, dann würde ich mir an Ihrer Stelle irgendeinen anderen Stream anschauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, nächste Woche wieder. Ich hoffe, die Leute aus dem Kurs sehe ich auf jeden Fall nächste Woche wieder. In der nächsten Vorlesung, dann machen wir weiter mit dem nächsten Schritt in dieser praktischen Einführung in JavaScript. Und dann in der übernächsten Woche steigen wir wieder mit einem neuen Thema ein. Da geht es dann um Datenbanken. Bis dahin haben Sie eine schöne Zeit, haben Sie jetzt viel Spaß in der Übung mit Martin und auf Wiedersehen. Tschüss.